Ja, hallo, wir sind wieder unterwegs. Heute geht es in ein Labor. Und zwar ein Labor, wo man selber seine Werte testen lassen kann, wo man also nicht zum Arzt gehen braucht und dort sein Okay abholt, sondern man selbstverantwortlich, eigenverantwortlich einfach seine Werte checken lässt. Viele Sachen werden auch von der Krankenkasse nicht übernommen, die muss man sowieso selber bezahlen. Von daher kann man sich den Weg zum Arzt auch sparen oder wenigstens als Informationsquelle, sage ich mal, nutzen, aber oder als Inspirationsquelle, aber letztlich dann doch selber entscheiden, was man testen lassen möchte und was man testen lassen kann, weil es kostet ja auch alles Geld. Und all das werde ich heute in Erfahrung bringen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es hat ein neues Labor in Leipzig eröffnet, das City Lab, und das mitten in der Einkaufspassage, und ich bin sehr gespannt und euch nehme ich heute wieder mit. Sind wir langsam am Ziel. City Lab, da haben wir es doch. So, wir sind hier durch den Gang. City Lab, schauen wir mal, was ist. Dankeschön. Ja, ist genau richtig. Dankeschön. So, drittes Obergeschoss. Hallihallo. Ja, ich wollte mal ein paar Werte testen lassen. Ich weiß aber noch nicht genau welche. Können Sie mich da beraten oder soll ich mich da irgendwo reinlesen? Haben Sie eine Broschüre? Sie werden gleich beraten, nehmen Sie mal ganz kurz Platz. Ja, gut. Vielen Dank. Ui, das ist bequem. Ist ja auch so dreckig. Ein bisschen. Nee, man macht das aber schon mehrfach. Ja, nee, ist ja richtig. Und man lässt es auch eine gewisse Zeit einwirken, das ist schon wichtig. Das gehört dazu. Ich möchte Ihnen auch nicht ins Handwerk pfuschen. Reicht da jetzt eine Kanüle oder sind das vier Tests, vier Kanülen? Nee, da reicht eine. Gut. Also teilweise sind die Mengen, die man braucht für so eine Laboruntersuchung, wirklich gering. Mhm. Da können wir schon sehr viel machen aus einem. So. Gut, Faust auch machen. Was kann ich machen? Faust können Sie auch machen. Also. Runtergefallen. Dann nehmen wir den anderen. So, und einmal kräftig drücken. Ah, das geht ja nicht. Alles klar. Vielen Dank. Tschüssi. Tschüss. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg direkt in die Laborräume selber, wo dann mein Blut, was mir abgezapft wurde, untersucht wird. Und wie in so einem Blutlabor das überhaupt abläuft, was da für Geräte stehen, wie das alles gemacht wird, das werden wir dann hoffentlich auch auf Kamera festhalten können. Dazu werde ich auch noch ein kleines Gespräch führen können mit jemandem, der dort vor Ort ist und mir das auch alles sag mal expertenmäßig erklären kann, und ich bin da sehr gespannt drauf, freue mich total und bis gleich. So, jetzt sind wir hier in dem Labor, wo meine Werte, die mir abgenommen wurden, sozusagen untersucht worden sind, und ich habe hier freundlicherweise Begleitung, der mir hier alles so erklärt, wie das hier alles so funktioniert. Und also hier kommen jetzt dann die Proben an, die kommen in den Kisten an oder kommen die einzeln an im Briefumschlag oder unterschiedlich, wie ist das? Nein, die kommen in diesen Transportboxen an. Aha. Und die Transportboxen sind so, dass sie zum einen natürlich stabil sind, ja. Zum anderen sind sie hier innen
mit einer dicken Styroporschicht ausgekleidet, damit im Sommer, wenn es draußen 35 Grad hat, ihre Probe nicht zerkocht und im Winter, wenn wir jetzt Minustemperaturen haben, dass sie dort nicht einfriert. Okay, und dann ist das bei, sind sagen wir mal alle Blutwerte hitzeempfindlich oder kälteempfindlich, ist das unterschiedlich? Mal so, es ist natürlich unterschiedlich, aber im Grunde genommen betrifft es irgendwo fast jede Probe. Ah, okay. Jeden Parameter. Ja. Gut, okay, also dann kommt die Probe ja an. Und woran erkennen, also das sind ja verschiedene Proben. Sind da Zettel dran oder wie wird das da gemacht, dass ich sozusagen meine Probe auch erkannt wird, dass meine Probe ist, nicht verwechselt wird? Ja, ich verstehe. Also natürlich gibt es erstmal einen Zettel, wo Ihr Name, Ihr Geburtsdatum, Ihr Geschlecht, also alle notwendigen Informationen für uns draufstehen. Und diesem Zettel wird ein Barcode zugeordnet und genauso jeder Probe, damit am Ende die Probe zu dem Auftragsschein, wo wiederum draufsteht, was gewünscht ist vom Arzt oder von Ihnen selbst, was dort dann zugeordnet wird. Das ist direkt wirklich auf dem Röhrchen noch drauf geklebt? Genau, das sind kleine Aufkleber, kleine Strichcodes, wie Sie sie von der Kasse im Supermarkt kennen. Okay, also da kann eigentlich wirklich keine Verwechslung kommen oder so. Genau, das ist die Sicherheit. Ja, na, das ist für mich wichtig. Weil ich habe kein, wenn ich dann irgendwann dann, naja, gut. Das jetzt hier ist, sieht aus wie so ein Tresen. Genau, hier wird dann alles ausgebreitet und die Proben und die Auftragsscheine voneinander getrennt. Die Auftragsscheine gehen dann in das Laborsystem, damit dem Laborsystem auch bewusst wird, was eigentlich mit für Ihre Probe angefordert ist, damit es dann auch ans richtige Gerät am Ende geht und dort bestimmt werden kann. Ah, okay, ja, logisch, das ist klar. Und dann kommen diese Sachen hier in diese Plastikdinger hier. Genau, das sind Plastikständer, wo die Röhrchen stehend transportiert werden. Ja. Zum Beispiel zur Zentrifuge, bestimmte Röhrchen müssen zentrifugiert werden, andere nicht. So, und nachdem diese Sachen jetzt, die Röhrchen jetzt kommen, dann kommen die dann so direkt in die Zentrifuge, oder wie? Das ist richtig. Da gibt es dann spezielle Einsätze. Dort werden die Röhrchen eingestellt und werden dann hier mit hoher Drehzahl, drehen die sich in dieser Zentrifuge. Und warum eigentlich? Warum muss man die drehen? Weil für spezielle Untersuchungen wollen wir das Material, das sogenannte Serum oder Plasma. Das heißt, dass die festen Bestandteile, das heißt die roten und die weißen Blutkörperchen zum Beispiel, dass die sich unten am Boden des Röhrchens absetzen, damit wir diesen Überstand dann gewinnen können. Ah, und die roten Blut, die sich dann unten absetzt, die untersucht man dann? Genau nicht. Ah. Uns interessiert der Überstand, das Serum oder das Plasma. Also, ach so. Aha. Und was passiert dann mit dem anderen? Ist das denn Müll oder wie? Ja. Wir pipettieren uns, oder die Geräte pipettieren sich dann diesen Überstand runter und untersuchen den. Der Rest verbleibt einfach im Röhrchen. Ah, okay. Und das ist dann so doch ein ganz normaler Müll, was anfällt. Da wird nichts mehr mitgemacht. Genau. Wobei, normaler Müll ist es auch nicht, sondern spezieller Labormüll, den wir auch speziell entsorgen. Ach, da müsst ihr genau wie Batterien speziell entsorgen. Ganz genau. Und da kommt dann jemand, ein spezieller Anbieter? Genau, Spezialfirmen, die kümmern sich dann um diesen infektiösen Müll. Weil es können ja hier auch Röhrchen von HIV-Patienten oder andere hochinfektiöse Krankheiten dabei sein. Stimmt, ja, klar. Und ja, logisch, dass man das nicht in Hausmüll tun kann. Aber HIV und sowas macht ihr auch? Das genau. Ah, okay. Wie sieht eigentlich das HIV-Gerät aus? Sehen wir das nachher nochmal, oder? Das kann ich auch nochmal zeigen. Gut, okay, dann gehen wir. Alles klar, na wunderbar, dann gehen wir mal weiter. Das ist sozusagen der Müll dann quasi. Und ich sehe jetzt hier total viele, viele Geräte. Und ich vermute mal, dass die jedes Gerät was anderes da untersucht. Oder gibt es Geräte, die jetzt mehrere Sachen gleich untersuchen? Wie ist das so aufgebaut? Es gibt Geräte, die in der Tat mehrere Parameter gleichzeitig untersuchen können. Ja. Das Gerät, was wir hier gerade sehen, ist das sogenannte Probenverteiler. Das heißt, alle Proben gehen erstmal in dieses Gerät und dadurch, dass... Also das ist sozusagen der nächste Schritt, nachdem es in der Zentrifuge war, kommt das hier rein in den Verteiler. Genau, hier gehen alle Proberöhrchen rein, die zentrifugierten und die nicht zentrifugierten. Und das Gerät setzt dann auf die verschiedenen Ständer diejenigen Röhrchen, die zu dem entsprechenden Gerät hin sollen. Ah, das ist das, was man auch so immer im Fernsehen sieht. Das geht runter, schnappt sich die Dinger, geht hoch ganz und schnappt wieder zurück. Ah, okay, alles klar. Gut, okay. Und dann sind sie sozusagen sortiert und fertig für die Geräte. Und gehen wir vielleicht mal so ein, zwei Geräte mal ab, damit man hier mal so einen Eindruck bekommt. Fangen wir hier an. Das hier sieht aus wie so ein Kopierer. Ja, das ist ein sehr großer Kopierer. Ja. Nein. Das ist ein Gerät, was zum Beispiel die Elektrolyte, die Leber, die Nierenwerte bestimmen kann. Mhm. Und das ist ein ganz schönes Gerät, weil es eben sehr viele Parameter bestimmen kann. Okay.
für dieses Gerät ist hier der Probeneingang. Dort sieht man das auch schön. Da werden die Röhrchen in so einen Probenständer gestellt. Dann nimmt sich das Gerät diesen Probenständer, fährt ihn in das Gerät hinein. Und im Gerät gibt es dann kleine Schwenkarme, die sich eine Portion ihrer Probe nehmen. Ja. In eine kleine Küvette, also ein kleines Gefäß innerhalb des Gerätes, umpipettieren und dann dort Reagenzien zupipettiert werden, um am Ende einen Farbumschlag oder eine Trübungsmessung durchzuführen. Das ist dann je nach Gerät dieses Messprinzip unterschiedlich. Das ist also vollautomatisch, das ganze Ding, ja? Genau, das ist ein Vollautomat. Automaten machen ja auch hin und wieder Fehler. Gibt es da irgendwie so eine Nachkontrolle mal hin und wieder oder werden Stichproben genommen oder wie funktioniert das? Oder kann man da wirklich hundertprozentig drauf verlassen auf das Ding? Also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es wie überall nie. Ja. Aber wir tun natürlich alles dafür, dass wir hier einen korrekten Messwert erzielen. Mhm. Das heißt, am Morgen wird dieses Gerät zuallererst gewartet. Das heißt, dass... Jeden Morgen? Ne? Ja. Jeden Morgen? Genau. Wow. Dann werden verschiedene Kontrollmessungen durchgeführt für alle Parameter, die es an diesem Gerät gibt. Also geeicht sozusagen. Richtig, genau. Ja. Und diese Eichung nennt man sogar noch Kalibration. Mhm. Das wird nicht jeden Tag gemacht, nur wenn eine neue Reagenzcharge auf das Gerät kommt oder unter anderen Umständen. Das ist die Reagenzcharge ist damit gemeint, dass sozusagen die Stoffe mit denen... Eine neue Testpackung. Ja, ja, mit denen dann... Genutzt wird. Ah. Genau. Und was kostet so ein Gerät? Das sind mehrere Tausende, Zehntausende Euro, ja. Aber wir zum Beispiel haben uns dafür entschlossen, die Geräte nicht selbst zu kaufen, sondern zu leasen. Zu leasen. Und das ist ja auch wahrscheinlich ganz gut, weil ja die Geräte wahrscheinlich auch veralten, ja. Hin und wieder mal, oder? Genau. Und das geschieht ziemlich schnell. Oh. Deswegen wollen wir da flexibel sein, um immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Um wirklich nach bestem Wissen und Gewissen quasi dann testen zu können. Genau, nach dem aktuellsten Stand der Technik. Ja, na, generell habe ich ja auch den Eindruck gehabt vom City Lab, wo ich da drin war, das ist alles so ein bisschen schön modern, angenehm modern. So, und was haben wir da jetzt hier drüben? Das ist auch ein Riesending. Genau, das ist einfach ein zweites Gerät, was zum Beispiel die Schilddrüsenhormone bestimmen kann oder auch andere häufigere Hormone. Auch das ist ein Vollautomat, wo ganze Röhrchenständer hineingehen und der Automat alles selbstständig. Wie ist das eigentlich jetzt mit den Preisen? Weil wenn ich so mein Testosteron zum Beispiel testen lassen will, das kostet mich gleich mal 30 Euro oder so. Und so Calcium oder Mineralstoffe sind meistens bei 5 Euro dabei. Wie entstehen eigentlich Preise? Für die Preise gibt es einen allgemeingültigen Katalog. Das nennt sich Gebührenordnung für Ärzte. Dort stehen die Preise drin und an die halten wir uns auch. Und wir versuchen natürlich mit allen unseren Möglichkeiten die Qualität natürlich möglichst hoch zu halten, dass die Werte, die wir hier bestimmen, einfach völlig korrekt sind. Und also die Preise sind überall gleich, aber die Qualität ist unterschiedlich. Und wenn jemand irgendwie so ein altes Labor hat irgendwie und gar nicht die neuesten Geräte, dann kriegt er trotzdem dieselben Preise oder kann oder muss sogar dieselben Preise verlangen, wie jemand, der jetzt wie Sie jetzt hier komplett sag mal, auf dem neuesten Stand der Technik ist. Ist das so? Richtig, genau. Ah, okay. Das kann man natürlich als Patient gar nicht so überschauen. Also das ist natürlich blöd. Und alle wie viele Jahre tut sich so ein Gerät erneuern oder das ist wahrscheinlich unterschiedlich pro? Genau, das ist ganz unterschiedlich. Aber gibt es jetzt Geräte, die jetzt nach 5 Jahren schon veraltet sind oder sag mal 10, 15 Jahre so? Nö, das kann auch durchaus nach 5 Jahren sein, dass es dort zu einem Wechsel kommen muss. Wow. Okay, und hier stehen wir jetzt vom nächsten Gerät. Das, genau. Das ist das Gerinnungsgerät. Das heißt, vor einer Operation zum Beispiel werden oft Gerinnungswerte angefragt und die werden an diesem Gerät untersucht. Ah, okay, wunderbar. Das sieht aus wie so ein, ich wollte sagen, das ist Ihr Wasseraufbereiter, aber das ist was anderes. Nein, das ist ein Gerät, das messt den Langzeitblutzucker, HbA1c genannt. Ah, okay. Cool. Das sieht alles irgendwie aus wie ein Kopierer. Wenn man nicht wüsste, dass man im Labor ist, würde man denken, man ist ein Copyshop. Ja, aber ich habe noch nirgendwo ein Blatt Papier rauskommen sehen. Genau. Die Werte kommen alle digital raus? Also kriegen sie alle im Computer? Die werden direkt in unser Laborsystem übertragen. Ah, okay, cool. Und was macht das Gerät, wenn wir hier sind? Das misst große oder kleine Blutbilder. Das heißt, die einzelnen Zellbestandteile, das heißt rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und die Blutplättchen werden an diesem Gerät bestimmt. Hier kann man zum Beispiel sehen, ob jemand eine Blutarmut hat. Aha, okay.
Und also ich muss mir das jetzt wirklich so vorstellen, das ist jetzt, ich tue jetzt die Analogie zum Kopierer suchen. Und zwar, ich möchte jetzt irgendwas testen in so einem Gerät. Und das Gerät, das braucht ja auch irgendwie Stoff, irgendwelche, mit dem es testet. Und das ist dann sozusagen wie das Blatt Papier quasi, musst du immer nachfüllen. Das ist richtig, genau. Ach so. In diesem Gerät, hier im unteren Teil zum Beispiel, sind verschiedene Reagenzkanister, Waschlösungen zum Beispiel, damit die Drucker Nadel, hinter. Genau, damit die Nadel natürlich auch jedes Mal gereinigt werden kann, bevor sie in die nächste Probe sticht, damit da zu keiner Verschleppung kommt. Ja, wunderbar. Okay. Ja, das ist relativ klein, das Gerät. Ja. Das scheint relativ einfach zu arbeiten. Oh, das ist eines der komplizierteren, die wir hier haben. Denn hier müssen wir uns wirklich darauf verlassen können, dass korrekte Ergebnisse rauskommen, denn hier werden Blutgruppen bestimmt. Oh, ja. Und da darf natürlich gar kein Fehler gemacht werden. Was gibt es nochmal für Blutgruppen? Ich habe das irgendwie gar nicht mehr so auf dem Zettel. A, B, A, B und 0. Ah, genau. Und 1 ist was du mit allen benutzen kannst. Die 0 wahrscheinlich. Genau. Bei den verschiedenen Blutgruppen ist es auch so, dass wir dann noch den Rhesusfaktor mitbestimmen. Das heißt, Rhesusfaktor positiv und negativ wird dann auch noch entschieden. Ja, mein altes Biologiewissen wird jetzt hier wieder aufgefrischt. Schön. Und das ist alles digitalisiert, kommt in ihre Sachen und dann muss es ja auch irgendwie wieder ausgewertet werden. Also es muss ja dann irgendwie, ja, würde in einem Büro einfach jemand das ausdrucken oder automatisch oder wie funktioniert das dann? Na, zuerst ist es ja mal so, dass wir die verschiedenen Messwerte dann zusammenführen in unserem Laborsystem zu einem Befund, den wir als Ärzte uns anschauen, bewerten. Gegebenenfalls muss eine Messung wiederholt werden, weil es die Konstellation in sich nicht schlüssig ist. Mhm. Was heißt die Konstellation nicht schlüssig? Dass die Werte nicht stimmen können sozusagen? Genau. Oh. Mir fällt auf, dass dort ein Leberwert extrem erhöht ist und kein anderer dazu. Das ist im Einzelfall mal möglich, aber nicht gewöhnlich. Ja. Da würde ich nachmessen lassen, ob dieser Wert... Und das Nachmessen ist dann nochmal in die Maschine und schauen, ob es geht, oder ist das dann manuell? Das geht dann nochmal in die Maschine und wird ein zweites Mal an der Maschine gemessen. Und habt ihr die Möglichkeit, jeden Wert, den ihr hier an der Maschine messt, auch manuell zu messen? Geht das? Also man kann den Wert nicht mit einem Handtest einfach nachmessen. Das geht nicht. Die Messung erfolgt immer im Gerät. Okay. Manuell messen könnte man so verstehen, dass man auf speziellen Wunsch diese Anforderung der Maschine nochmal gibt und dann misst die Maschine diesen Wert noch einmal. Also es gibt nicht, wie ich mir vorstelle, früher im Labor, dass der Labormeister quasi seine Tröpfchen da ineinander schüttet, dann ein bisschen schüttelt und dann hinschmeißt und dann guckt, was für eine Farbe ist, dann sein Buch rausholt, was es für eine Farbe ist und das sozusagen alles, alles automatisch quasi läuft. Alles manuell läuft. Genau, das machen wir auch, aber nur nachts, nur wenn Halloween ist und nur bei Vollmond. Okay, alles klar. Gut. Ja, und dann habe ich ja hier gesehen, dann gibt es ja hier noch einen Raum. Da steht irgendwas mit Spezial dran. Und so, das sind ja richtige Katakomben. Da ist ja genau Spezialdiagnostik. Was ist das für ein Raum? Hier haben wir Einzelgeräte, die spezielle Hormone bestimmen. Das heißt, nicht jeder Wert, den wir bestimmen können, kann an einem Gerät, wie wir sie eben gesehen haben. Das sind so Geräte, die sagen, viele Sachen machen und die machen ja alle nur eins. Naja, ungefähr. Nur spezielle Anforderungen, genau. Ja. Die machen jetzt nicht so viele Parameter wie die vorhin gezeigten Geräte. Und hier sind zum Teil auch eben noch Probenvorbereitungen wirklich per Hand notwendig, bevor es der Maschine übergeben werden kann. Okay, also die komplizierteren Sachen. Und die sind wahrscheinlich auch die immer so teurer sind. Oder gehst du davon aus, mehr Arbeitseinsatz, mehr teurer, oder? Naja, hier sind schon eher die hochwertigeren Parameter. Und das kostet also so 30, 40 Euro meistens, das sind die hoch. Gibt es so richtig geilen, tollen Wert, der 300 Euro kostet oder sowas? Nee. Für die Snobs unter den Gesundheitsbewussten, die jetzt das Beste vom Besten wollen. Das kann man so nicht sagen. Gibt's nicht, okay. Aber Vitamin D ist zum Beispiel schon ganz weit oben dabei und Vitamin B12 und sowas. Ne? Testosteron? Ja, das sind solche Parameter, die wichtig sind. So, und hier dieses schwarze, unangenehme, wirklich, das macht das HIV, ne? Genau. Einer der Parameter, die an diesem Gerät laufen, ist zum Beispiel HIV. Aber auch andere infektionsserologische Untersuchungen führen wir hier durch. Aha. Wie zum Beispiel Untersuchungen auf Röteln oder auf CMV. Aha.
VZV. Und das ist also das HIV-Gerät. Und hier erkennt man dann sozusagen dann an dem Gerät, wann der fertig ist, oder was zeigt das hier an? Genau, das Gerät sagt einem, ob irgendwo Reagenzien aufgefüllt werden müssen, ob es ein Kontrollding gab. Ganz genau. Kontrollpanel. Ah, okay. Aber die Ergebnisse an sich, die werden dann nicht ausgedruckt, sondern die werden direkt in digitalisierter Form in das Gesamtsystem quasi eingespeist. Die werden online in unser Laborsystem übertragen. Ah, okay. Um möglichst keine Fehler aufkommen zu lassen. Ja, ja. Und zum Beispiel, wenn man diese Krankheiten, wie heißen die denn, die Autoimmunerkrankungen, da gibt es solche ganz speziellen Sachen. Werden die hier auch gemacht oder ist das zu speziell? Das führen wir hier auch durch. Ja? Das sind allerdings wirklich Handteste. Das sind Handteste? Genau. Ah, okay. So, und hier haben wir jetzt noch einen. Oh, das dunkelt da oben. Oh, was ist denn? Das ist aber. Ah, was ist denn das? Nee. Also, ach, nee, ich weiß es. Hier werden Spermien. Hier wird sozusagen, hier werden die Leute beglückt, beziehungsweise sie beglücken sich wahrscheinlich selber. Oder ist das im Service hier inbegriffen? Ja, diese Fachliteratur ist genau für das, was Sie ansprechen, für die Gewinnung von Spermiogrammen. Ah, das ist ja gut. Also kann ich wirklich alles testen. Also Spermium, dann Blut. Wie sieht's aus? Kann man eigentlich auch das... das Rückenmark, ist das Rückenmark spezifisch? Kann man das testen lassen auf verschiedene Parameter? Das habe ich schon häufiger gefragt, weil das ja oft gespendet wird. Oder reicht das, wenn ich das Blut untersuche und dann weiß ich, wie das Rückenmark ist? Na, ich glaube, das verwechseln Sie jetzt mit Knochenmark. Knochenmark, ja, klar, Knochenmark, genau. Ja, also das ist was, das wird nur bei Fachärzten durchgeführt, ja. Die dafür speziell ausgebildet ja. sind. Das ist keine Untersuchung, wo Sie mal eben irgendwo hingehen. Ja, ja, das habe ich mir vorgestellt. Aber das hier finde ich natürlich sehr professionell, dass das hier sozusagen schon alles vorbereitet liegt. Also ich könnte ja vielleicht nachher nochmal überlegen, ob ich mein Spermien, das müsste ich unbedingt eigentlich mal testen, ne? Ob das da alles in Ordnung ist. Gut, gefällt mir sehr gut, das Labor ist mir hier extrem sympathisch, muss ich sagen. Wie ist denn das eigentlich? Hat sich das Bewusstsein der Menschen irgendwie merklich geändert? Können Sie da irgendwie was feststellen, dass in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, weiß ich nicht, aber irgendwie, dass sich die Leute mehr um sich selbst kümmern, oder gibt es da keinen großen Unterschied in Ihrer Wahrnehmung? Na, in unserer Wahrnehmung ist es schon so. Es gibt jetzt keine harten Daten, mit denen ich das belegen könnte. Mhm. Aber es gibt immer wieder Anfragen. Deswegen gibt es ja auch das City-Labor für die Menschen, die sich einfach sehr intensiv mit ihrer Gesundheit, ihrem Körper, ihrem Wohlbefinden beschäftigen und das auch einfach wirklich konkret abgeklärt haben möchten. Ja, und beim Arzt ist es ja oftmals nicht möglich, weil, also ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass man jetzt irgendeinen Wert haben möchte vielleicht, weil man den vielleicht irgendwo gelesen hat oder ja, wenn man recherchiert hat, der Arzt aber sagt, nee, dann übernimmt das nicht. Wie funktioniert das eigentlich denn mit den Krankenkassen und den Arzt? Haben Sie da eine Ahnung als Labormensch, wie das da funktioniert? Naja, grundsätzlich ist es so, dass die Krankenkassen natürlich dafür sind, daher auch der Name, dass kranke Menschen behandelt werden können, um wieder zu genesen. Das heißt, wenn ein Patient in die Praxis geht und Symptome hat, möchte der Arzt natürlich nach körperlicher Untersuchung auch andere Hilfestellungen, zum Beispiel eben Labordiagnostik oder vielleicht auch bildgebende Diagnostik haben, um dem Patienten richtig helfen zu können. Das sind die Sachen, wo die Krankenkasse die Kosten dafür auch übernimmt. Wenn sich aber jemand eigentlich im Wohlbefinden für seine Gesundheit interessiert und vielleicht abgeklärt haben möchte, ob er irgendwo eine Mangelerscheinung hat, ja. dann sind das Kosten, die nicht zulasten der Krankenkasse gehen können. Aber ist das nicht eigentlich Unsinn, dass man erst dann quasi von der Krankenkasse was bezahlt bekommt, wenn es eigentlich schon zu spät ist? Wäre es nicht auch profitabler für die Krankenkassen, lieber präventiv eher mal vielleicht so eine Untersuchung zu bezahlen, als dann, wenn es schon zu spät ist? Weil bei vielen Krankheiten ist ja dann so, dass das dann sozusagen wieder auf Vordermann zu bringen, dann oftmals nicht ausreicht, einfach irgendeinen Nährstoff wieder zuzuführen, sondern dass da halt auch schon irreparable Schäden entstanden sind. Ich erinnere mich da an B12 zum Beispiel. Naja, grundsätzlich ist es richtig, was Sie sagen. Es gibt natürlich bestimmte präventive Leistungen, die von der Krankenkasse übernommen werden. Mhm. Aber das ist ein sehr überschaubares Angebot, was es da gibt. Also würden Sie da auch schon Spielraum sehen, aus Ihrer persönlichen Erfahrung jetzt? Ja, natürlich. Gut. Ja, was mich auch persönlich interessiert, es war ja so in den 90er Jahren so ganz groß dieser Hype um HIV und diese Aufklärung und so weiter, dass das ist. Diese HIV-Tests, haben die zugenommen oder abgenommen? Oder ist das gleich geblieben? Dadurch, dass das Bewusstsein für die HIV-Erkrankungen gestiegen ist, sehen wir schon tendenziell eher, dass Patienten sich vielleicht nach einer
durchgezählten Nacht. Ohne konkrete Erinnerung an den. Also das ist wahrscheinlich dann auch der erste Test, Partner. Was man dann macht, dann HIV. Und was wären so Tests, wo Sie sagen, okay, ich habe jetzt mal eine Nacht, an die ich mich nicht erinnern könnte und wahrscheinlich habe ich auch den Geschlechtsakt vollzogen. Was würden Sie dann testen lassen? HIV auf jeden Fall wahrscheinlich? Genau. Es gibt ein ganzes Profil, was sexuell übertragbare Erkrankungen umfasst. Das bieten Sie an, so dass man das bieten wir natürlich an. Ah, okay. Und somit kann man sich da Sicherheit verschaffen. Gut. Und das sind wir bei Profilen schon. Ich bin ja nun Veganer. Gibt es da jetzt auch ein spezielles Profil irgendwie oder wie ist das jetzt? Genau. Für diese spezielle Fragestellung haben wir bestimmte Parameter zusammengestellt, die häufig bei vegetarischer oder veganer Ernährung überprüft werden sollten, einfach um auszuschließen, dass es hier in irgendeiner Form zu einer Mangelerscheinung kommt oder vielleicht schon gekommen ist. Aha, und wissen Sie jetzt aus dem Stegreif, was das beinhaltet, oder? Vollumfänglich kann ich das jetzt nicht herwerten, aber gerade Vitamin B12 ist ein Parameter, der eigentlich nur in tierischen Produkten vorkommt. Sie sagen eigentlich? Richtig, weil zum Beispiel in der Spirulina-Alge auch Vitamin B12 enthalten ist. Allerdings müsste man davon so viel essen, dass man das gar nicht schafft. Generell bei den Untersuchungsmethoden, die Sie hier im Labor durchführen, da gibt es ja verschiedene. Also wenn ich jetzt einen Nährstoff oder einen Mineralstoff oder irgendwas bestimmen will, einen Wert, gibt es ja verschiedene Methoden, wie ich diesen Wert bekommen kann. Ich habe da zumindest gelesen, dass es da sowohl biologische, chemische als auch mikrobiologische verschiedene Methoden gibt. Wie tun Sie da eigentlich auswählen, wie Sie diesen Wert bestimmen? Also wir haben ja hier verschiedene Gerätesysteme, so nennt man das im Labor. Und wir schauen dann, für welches Gerätesystem welche Testmöglichkeiten vorhanden sind, wie die Sensitivitäten und Spezifitäten mit diesem bestimmten Test sind und wählen danach aufgrund dieser qualitativen Eckdaten der Teste aus, mit welchem Test wir einen bestimmten Parameter untersuchen. Und gibt es da irgendwie so quasi Stiftung Warntest für Laborgeräte, wo Sie sehen können, aha, das ist jetzt das beste Gerät oder sowas? Oder ist das dann so manuelle Information oder die Werbung der einzelnen Hersteller, die sicherlich bei Ihnen dann klingeln und sagen, hier, wir haben ja das Neueste? Auf die Werbung verschiedener Hersteller vertrauen wir natürlich nicht. Wir vertrauen auf wissenschaftliche Daten. Ja. Das heißt, Studien, die durchgeführt wurden. Das gibt es. Also es gibt dort. Das gibt es zum Teil, genau, dass hier Geräte oder Hersteller mit bestimmten Testen miteinander verglichen werden und dort erhobene Daten dazu führen, dass wir uns für oder gegen einen bestimmten Test entscheiden. Okay, gut. Warum gibt es eigentlich das City-Labor? Nun, wie wir vorhin ja schon gemerkt haben, steigt einfach das Interesse der Menschen für die eigene Gesundheit. Und wir wollen einfach eine einfache Möglichkeit schaffen, wo Menschen, die sich für ihre Gesundheit so sehr interessieren, dass sie bestimmte Laborwerte bestimmen lassen möchten, eine Möglichkeit, eine Anlaufstelle haben, wo sie das auch tun können. Ja. Wo Sie eine Beratung bekommen können, wenn Sie das möchten, und die Blutabnahme. Also die Beratung können Sie auch bekommen. Also kann man sozusagen dann quasi zubuchen, quasi. Also genau, also ist ja modular aufgebaut. Ich habe mal auf Ihre Homepage geschaut und das ist ja so modular aufgebaut. Also man kann auch ohne Beratung quasi die Werte machen lassen oder man kann auch eine Beratung auch bekommen, wenn man sie möchte. Genau. Sie können die Beratung dafür erhalten, welche Parameter Sinn machen, welche vielleicht nicht Sinn machen, wo bestimmte Abnahmebedingungen einzuhalten, zum Beispiel nüchtern zu sein oder auch nicht nüchtern zu sein. Oder ein großes Thema ist zum Beispiel auch immer das Vitamin B12, oder der Eisenmangel. Denn beim Vitamin B12 ist es so, dort sollte man nicht das eigentliche Vitamin B12 bestimmen, sondern das Holotranscobalamin. Schwieriges Wort. Aber das ist ein Parameter, der sehr viel sensitiver für einen Vitamin B12-Mangel ist, als das eigentliche Vitamin B12. Und was würden Sie sagen, ab welchen B12-Wert, wenn man jetzt normal, den man immer hat, den B12-Wert testen lässt, sollte man zusätzlich das Holotranscobalamin bestimmen? Unter 300 ist so eine gute Hausnummer, wo man sagt, hier sollte man nochmal schauen, ob nicht schon ein latenter Vitamin B12-Mangel vorhanden ist. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und werde dann jetzt noch warte auf meine Werte von meinem veganen Profil und bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Ebenso, vielen Dank.
So, nun 3 Tage später die Auswertung. Ich habe jetzt hier meine Werte erhalten. Das ist sozusagen das Vegetarier-Veganer-Profil. Und ja, da ist einmal das Blutbild enthalten, dann die Eisenwerte, die Proteinwerte, die typischen Sachen, die eben bei einem Veganer fehlen, nämlich Zink, Folsäure und Holotranscobalamin. Und dazu noch das Vitamin D, was generell ein Problem darstellt, was eigentlich jeder deutsche Bürger testen lassen sollte. Auf jeden Fall, also wie ihr seht, alles erstmal nichts im roten Bereich. Besonders interessant sind halt vor allem Holotranscobalamin und Vitamin D. Und die sind beide richtig Bombe. Und ja, von daher alles gut. Zink und Folsäure sind relativ weit unten, sind alles noch im Normalbereich, aber halt schon tendenziell eher im unteren Normalbereich. Das ist interessant, weil wo ich das letzte Mal getestet habe, da waren die im oberen Normalbereich. Das heißt, da ist ein bisschen was passiert und das werde ich auch im Auge behalten. Also wie ihr seht, ist das alles absolut komplikationslos gewesen, ohne Arzt, ohne irgendwelche Krankenkassensachen oder sonst was. Wie gesagt, bezahlen muss man es oftmals letztlich sowieso selber. Also kann man sich den Gang zum Arzt im Endeffekt sparen, einfach wirklich in ein freies Labor. Und hier in dem Fall, wenn ihr in Leipzig in der Umgebung wohnt, City Labor in Leipzig hat es gerade neu aufgemacht. Ihr habt ja im Video gesehen, wo es ist. Die Leute sind echt mega nett gewesen. Die Preise unterscheiden sich sowieso nicht, das habt ihr auch jetzt kennengelernt und ihr wisst auch jetzt, warum das so ist. Es gibt halt diese Preisbindung und von daher, ja, sucht euch ein Labor, was wirklich topmodern ausgestattet ist, damit quasi die Werte wirklich auch verlässlich sind. Und ich würde sowieso immer darauf achten, wo ihr hingeht, die Leute müssen lächeln. Wer nicht lächeln kann, der sollte nichts verkaufen können. Das ist ein altes chinesisches Sprichwort. Also von daher, danke auch an dieser Stelle nochmal an das City Labor, dass ich da auch mal im Labor ein bisschen filmen konnte und ja, die ein oder andere Frage stellen konnte. Ich bin ja wirklich total zufrieden mit dem, wie es alles gelaufen ist. Mit den Werten bin ich auch bis auf jetzt Zink und Folsäure auch relativ zufrieden und ich kann nur an jeden appellieren. Macht euch wirklich, euch bewusst, dass in der heutigen Zeit ihr wirklich selber auch ein bisschen Verantwortung für eure Gesundheit übernehmen müsst. Weil es ist nicht mehr die Zeit von früher, wo der Arzt wirklich sich Zeit nehmen konnte und wo im Endeffekt man wirklich auch ein bisschen sich auf den Arzt verlassen konnte. Heutzutage musst du wirklich selber im Internet recherchieren, du musst selber deine Blutwerte in Auftrag geben und so weiter. Und dafür ist es halt echt gut, dass solche freie Labore existieren und das ist auch ein Stück Selbstbewusstsein. Und da meine ich jetzt wirklich Selbstbewusstsein. Und von daher, möchte ich das Video hier beenden. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Den Link zum City Labor, wenn ihr in Leipzig ist, tue ich nochmal unten verlinken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut, euer Christian.